Moin miteinander, wie sind wir in den Harst, aber der Weg ist noch prima, zumindest diese Tage. Und sind natürlich auch ein paar besinnende Veranstaltungen West, der letzte Weg. Das fängt halt mit der Theatergruppe in Wene an, die mit dem nächsten Stück kommen ist. Und ich bin bei der Premiere der Biwest, da war es halt prima. Und die nächste Veranstaltung sind auch alle verkauft West. Besten Dank an die ehrenamtliche Arbeit dort. Und ich bin auch gespannt, ob die Stücken, die uns die anderen Bühnen hier in der Gemeinde abfahren. Ja, dann wir letzten Weg Freitag auch noch die besten Ehrung von Industrie- und Handelskammer. Besten Ehrung heute geworden, die beste Auszubildende von der Sommerprüfung Utecken. Da geht es natürlich um die Heilregion aus Freisland und Pottenburg, aber wir haben auch zwei Auszubildende bei uns Gemeinde, bei, das wäre Bettina de Boer und das wäre Marike Einolf. Herzlichen Glückwunsch, Stadthaus, bald haben die Prüfung in allen bestanden. Ja, und was auch ein Betrieb dabei, der ein Auszubildender hat, der mit einem aufschloten hat, wie uns gut gemeint, das ist die Firma Landgut. Und da gleich auch heildüchtig. Vor zwei Jahren war das Thema Energie ein heilgroßes Thema, wo für den Winter von Gasmangellage, Brot und so weiter. Das hat sich zum Glück auch ein bisschen entspannt, aber das Thema Energie blieb natürlich wichtig. Wir haben einmal in Jahr ein Gespräch mit EWE und die haben uns einen Taulen verlegt für 2023, also für Lehrjahr. Und da sucht man, dass ein Heilbild Strom verbraucht worden ist. Bei uns in Gemeinde über 52 Gigawattstunden und Gas ist auch Heilbild West, nämlich 159, bald 160 Gigawattstunden Verbrauch. Und wenn man das vergleichen da mit den letzten Jahren, dann ist das so mit Strom her wie 9% minder verbraucht. Das ist halt mal egal, das hat vielleicht auch mit bestimmten Einsparungen. Mit Gasverbrauch ist aber 1% mehr. Warum das so ist, können wir uns eben eh nicht sagen und wir können das im Moment auch noch nicht beantworten. Wir kicken aber nochmal genau, ob das mit irgendwas für Verbräuche bei uns in Gemeinde dann hat. Blift aber ein wichtiges Thema, das wir dort haben. Einsparungen kommen und das wird unabhängiger geworden. Einmal von ausländischen Lieferungen, aber auch von den fossilen Brennstoffen insgesamt. Denn als Gemeinschau wie Herr Gaudor mit uns erneuerbare Energien, das wir wieder auch nochmal im Wiesen, das ist uns deutlich geworden. Das gibt insgesamt 989 Anlagen, Thema regenerative Energie bei uns in Gemeinde und wir produzieren dort mit 158 Gigawattstunden Strom. Und das heißt, wenn man die Taulen von Netz nimmt, dass wir unabhängig sind oder mehr Strom hier durch regenerative Energien produzieren, als was wir insgesamt mit Strom verbrauchen. Man braucht davon, dass wir bald 3,5 Mal so viel Strom produzieren, als das wir verbrauchen in Gemeinde. Also eine bilanzielle Autarkie von ca. 340%, so drückt EWE das gut. Das ist natürlich ein prima Wert. Diese Boltdusenanlagen, da ist der von Taul her der größte Bereich der Thema Solaranlagen. Da haben wir 933 Lehrjahr hat und so Biomasseanlagen. Was am meisten fand Leistung natürlich bringt das sind die Windenergieanlagen. Da haben wir in Lehrjahr 9 fertig Stück bei uns in Gemeinde. Und die haben also tüchtig produziert. Das hat natürlich auch dann, dass wir dort da bestimmte Veränderungen kommen sind. Wir haben eben 251 Anlagen, die über der erneuerbare Energiegesetz aufregend worden. Da ist aufgrund von bestimmten Vorgaben das so, dass wir 2 Jahre mehr haben mit Wind und da hätten wir auch mit Thema Repowering zu tun. Ja, und so gesehen ist aber letztendlich fast toll, dass die Leistung nochmal steigert worden ist. Die bilanzielle Autarkie von der Ignat Proterb, also das, was wir mehr produzieren, als wir verbrauchen, der ist nochmal um 11% gestiegen. Ja, das kann so gesehen lauten, also wenn um erneuerbare Energien geht, steigt ILO heilwitt füllen. Wir melden uns jetzt von Weste eher in Karkloch. Hier mit Grundschau ist der Lehrsch vom Becken und die weiten, dass dort lang Sanierungsbedarf ist. Und nun wollen die Arbeiten umgesetzt. Die werden für dieses Jahr geplant. Wir haben das ein bisschen rutsch kommen, weil ja noch die Saison für die Schwimmkurse werden. Die sind aufschlotten und
Jetzt kann hier die Sanierung über die Bühne gehen. Der Dach kommt näher, als sie sehen, die Regenröten kommen näher. Und wenn das also wie aufschloten ist, dann nur noch die Fliesenarbeiten gemacht worden. Wir haben gehofft, dass wir da nochmal einen Zuschuss für kriegen, aber das hätte nicht geklappt und darum war das nur Eigenmittel von Gemein erledigt. Aber das ist angelegte Geld. Wir wissen ja, wie wichtig das ist, dass die Kinder schwimmen lernen. Und das wird hier auf den Lehrschwimmbecken am besten vermittelt. Ich bin blöd, dass wir das hier nur so weit erledigen können. Und dann muss wir uns dann auch ja bald um den Lehrschwimmbecken in Wene kümmern. Auch dort starten Sanierung an. Deswegen haben die Kinder noch Herbstferien. Und natürlich versuchen wir dann in den Herbstferien aber immer an der Schule möglichst viel zu machen. Und jetzt in dieser Herbstferien stunden auch hier in Simonswald an der Grundschule an, da hat nochmal Fenster getuscht worden. Denn die All-Fences, die wären unter energetischen Gesichtspunkten eine solche Katastrophe. Und hier sind um 25 Fenster gewesselt worden und ein Dörr, der, wie Donald sieht, Herrn Wortnaut Pausenhof ist. Und das ist natürlich ein wichtiger Beitrag dafür, dass wir hier dann den nächsten Jahr nicht so viel Energie mehr verbrauchen. Denn die werden ja mit einfachen Fenster da gar nicht viel Energie dörr. Und wir haben man einige Stellen durch die Insporung hat und durch diese Maßnahmen hier wie die Grundschule in Simonswald können wir hier auch nochmal hell insporen, denn dass wir vorsichtiger und sorgsamer mit unserer Energie umgehen, da bleibt wichtig. Ja, auch wenn die Sühe nur noch schrien deit, aber der Herbst bringt all lange der Abend mit zurück, was da eher das düste Wort und dann ist auch eine Gelegenheit, mal wieder ein bisschen mehr zu lesen und dort passt auch eine Veranstaltung, die Sautedach ist, also mehr Nachmittag um 3 Uhr hier an Klosterstätte in Ilowald. Dort liest Michael Saalhof einen Uthör-Roman für. Das handelt sich auch um die Geschichte hier von dem Kloster. Und er hat da richtig mal Bauch von Maugt und diese Geschichte. Und er liest und diese Bauch dann für. Und ich bin mal gespannt, wo das ist. Er hat sogar extra einen Kleid dort schneidern lauten und dann kriegt das Ganze auch natürlich noch mal ein bisschen besinnen Anstrich. Ja, und auch das Thema Lesen gehört dann, dass jetzt Mitteweg, 23. Oktober um 5 Uhr der Bücherei bei Grundschgall in Riebwehr open macht. Das ist ja auch ein bisschen renoviert worden, das hat einen frischen Anstrich kriegen und das ist dann nur wer zugänglich und wie gesagt, wer da Interesse hat, Biet Grundschgall, Fini der Bücherei und da kickt ja man gerne um. Ja, sind aber auch andere Sachen. Zum Beispiel ist dann Sautedach, Nachmittag auch ab 2 Uhr, Biet für wir in Riepen Schnelligkeitswettbewerb. Da sind die anderen Werden dabei, sind aber auch andere Gruppen zu inladen. Und wer sich nicht so für die Lesung interessiert, kann gerne da hängen und tau kicken. Das wird auf jeden Fall spannend. Und egal, was die ja für den Weg nähern, die Welten ja wichtig bleibt, heute blieb und gesund.